willkommen im unglaublichen digitalen Zirkus! Ich heiße Ken, ich bin Ihr Ringmeister und werde heute Ihre Kinnlade fallen, Ihr Herz zerspringen und Ihr Hirn explodieren lassen. Dem können Sie sich sicher sein. Habe ich nicht recht, Bubble? Ja, hast recht, Ken. Ich platze vor Spannung, was du heute wieder gezaubert hast. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Legen wir ohne Umschweife los! Zergänge und Zube und Kinga auch. Dragon, The Jacks und auch Kaufmoor. Tag für Tag geht es rund. Auf zum Mond und zur Sonne, ganz ohne Grund. Was? Wie? Kane, ist es einer deiner NPCs oder neuer Vollspacko? Denn wenn das ein neuer Charakter ist, müssen wir dieses ganze Intro neu machen. Das tue ich mir nicht nochmal an. Oh Junge, scheinbar hat ein neuer Mensch unsere Welt betreten. Wie nehme ich dieses Headset ab? Mach einfach so weiter. Tu dir keinen Zwang an. Was geht hier ab? Ich habe irgendein Headset aufgesetzt und jetzt bin ich hier. Wer seid ihr, Freaks? Warum kann ich es nicht absetzen? Wo bin ich? Jetzt bleib erstmal ganz entspannt. Es wird alles wieder gut, Kleine. Wir haben das alle durchgestanden. Du musst einfach einmal tief... Was passiert hier bitte? Was? Na, Zuckerschnute! Solch eine obszöne Sprache hören wir hier nicht gerade gerne. Der unglaubliche digitale Zirkus soll genießbar sein für jede Altersgruppe! Du, kleine Freundin, bist in eine Welt der Wunder gestolpert, wo alles passieren kann. Bis aufs Fluchen. Miss Life, Bitch. Ach du Heilige. Naja, wie kann ich, du weißt, gehen? Naja, flipp deswegen jetzt bitte nicht aus oder so. Aber wir wissen nicht ganz. Kannst du nicht. Was? Fresse, Jax. Aber ja, er hat recht. Das ist dein neues Zuhause. Und dein neuer Körper. Neues Zuhause? Was soll das heißen? Leute, seid etwas nett. Wir stecken hier seit Jahren fest. Wobei Kinga da drüben angeblich am längsten hier ist. Hat dir jemand Insektensammlung gesagt? Deswegen ist er durchgeknallt. Verstehe ich. Das hier ist ein Traum und ich sollte einfach mitspielen, bis ich aufwache, oder? Rede das euch ein, Kleiner. Meine Komödienmaske ist zerbrochen. Yo, Kane, gibt's ein neues Abenteuer für den Sprössling oder was? Ich will unserem brandneuen Mitglied zuerst eine Tour über den Zirkusplatz geben. Ab geht die Post! Hier haben wir das Zelt! Da drin befinden sich eure Schlafkammern, sowie jede Menge anderer Aktivitäten. Diese Aktivitäten beinhalten... Bällebad, Minigolf und mehr! Und hier haben wir den Blaser! Ertrinke elendig im digitalen See oder hab jede Menge Spaß auf dem digitalen Jahrmarkt! Rechts, zack, jeder wie er mag! Die Wahl ist dein! Du bist völlig autark! Ist das alles, was es hier gibt? Natürlich nicht! Das ist das Nichts! Wir machen keine Ausflüge ins Nichts. Nicht mal ich weiß, was hier herumlungert. Das... Wir bleiben schön hier, wo ich dich mit meinen hunderten von eisigen Augen beobachte. Hallo, Kane. Ich liebe sie. Verschwinden wir, bevor der Spitzkommen durchdreht! Warte, was ist das da? Wow! Wir brauchen hier wohl einen Meister Propper! Alles klar, Chef! Warum zum Geier bist du so? Warte! War das ein Ausgang, den ich vorhin gesehen habe? Ist das der Weg hier raus? Was für ein Ausgang? Wenn es den Weg nach draußen gäbe, wären wir längst alle verdirft. Im Ernst, was laberst du für einen Stoss? Ich versichere dir, es gibt keine magische Ausgangstür. Vermutlich durchlädst du nur digitale Halluzinationen von dem Trip deines Verstandes in die digitale Welt. Aber ich könnte schwören, ich... Digitale Halluzinationen!
Wie wär's mit einem kleinen Themenwechsel? Wie ist dein Name? Mein Name? Mein Name ist, oh Gott, warum weiß ich meinen Namen nicht mehr? Niemand erinnert sich an seinen Namen, sobald er den digitalen Zirkus betritt. Einer der wenigen Dinge, über die ich keine Kontrolle habe, ist euer Verstand. Also kann ich euch lediglich helfen, einen neuen zu finden. Wie heiß ich? Bring dein Oberstübchen nicht gleich zum Glühen. Dein neuer Name könnte alles sein. Hiermit stimmen Sie zu, dass Ihr gewählter Name nicht gegen die Nutzerrichtlinie des unglaublichen digitalen Zirkus verstoßen. Welche besagen, dass Ihr Name keinerlei unangemessene Sprache beinhaltet. Er darf nicht vulgär, obszön, sowie rassistisch, sexistisch, kulturell und ethnisch oder in einer anderen Weise anstößig sein. Was hältst du davon? Ist mir egal. Nimm einfach irgendwas. Schauen wir mal. Was hältst du von Ich weiß nicht. Du hast recht, schrecklich. Also gleich nochmal. Was hältst du denn von Pomni? Klar, ich muss nur kurz... Du liegst goldrichtig, Jax! Zeit für ein brandneues Abenteuer für unser neues Mitglied, Pomni! Schon so 3 Minuten her, aber okay. Du! Stehst du auf Abenteuer, Aktivitäten, Wunder, Gefahr, Horror, Schmerz, Erdbeerkuchen? Du Drecksackblase! Weiß nicht recht. Da du noch neu hier bist, wird das Abenteuer einfach und drinnen stattfinden. Somit erfährst du, wie die Dinge hier ablaufen. Was? Nein, verdammt! Ich will kein einfaches Abenteuer. Keine Panik, Subel. Ich sorge dafür, dass du dich da wie immer weitestgehend raushalten können wirst. Das heutige Abenteuer heißt... Sammle die Glöngs! Ganz richtig! Im gesamten Zirkuszelt wimmelt es nur so von Glöngs! Also schnappt sie euch alle! Aber was sind Glöngs? Danke der Nachfrage, Bubble! Es sind Glöngs! Und was machen sie? Und wie werden sie? Glöngs sind kleine, mysteriöse Wesen, die alles und jeden klauen, was auf ihrem Weg liegt. Warum diese lebendigen Röstis das tun und wie man sie aufhält, müsst ihr selbst herausfinden! Jetzt viel Glück und habt Spaß, meine kleinen Superstars! Was hat das alles zu bedeuten? Ach, das ist nur eines von Kanes kleinen Abenteuern. Sie sind einfach kleine Aktivitäten, die uns, naja, abhalten, verrückt zu werden. Ach, halt mal den Ball flach. Wenn ihr mich braucht, dann f***t euch. Oh Gott, mein Gott! Oh Gott! Bitte hilf mir! Oh nein, Zubel ist tot. Anyway, wollen wir was zum Knabbern holen? Oh, warte! Wir sollten Kaufmo einen Besuch abstatten. Er würde Pomni sicher gerne kennenlernen. Eine unzerstörbare Festung! Willst du mit uns Kaufmo besuchen gehen? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, Kaufmo ist durchgedreht. Als ich ihn das letzte Mal sah, da sprach er die ganze Zeit von einem Ausgang. Fast schon wie du, Pomni. Vielleicht verlierst du auch langsam den Verstand. Nein, halt! Würde das nicht eher bedeuten, dass der Ausgang eventuell doch existiert? Das könnte auch bedeuten, dass dein Verstand bereits flöten geht. Was ist mit Zubel? Nun, ich denke, ich würde ihn dazu gerne ausfragen. Falls das hier wahr wäre, was es nicht ist, weil ich das hier träume. Sie glaubt immer noch, dass sie nur träumt. Warum genau schaust du mich so an? Ich mache, was immer ich will, solange den Leuten um mich rum Lustiges passiert. Okay, ich hab jetzt schon genug von den kleinen Mistviechern. Du, ich und Pomni, wir checken Kaufmo ab. Also werden Heulsuse und E1 hier drüben sich gemeinsam um Subel kümmern. Hältst du es echt für eine gute Idee, die beiden allein zu lassen? Aber klar doch. Die zwei sind doch wohl die mental stabilsten Charaktere im gesamten Zirkus. Folgt mir, die Damen. Gehen wir den Clown nerven. Meine Komödienmaske ist schon wieder zerbrochen. Ah, oh, Gengel, hast du mich erschreckt? Also, das hier ist unser Zuhause. Naja, eher wo wir nachts schlafen. Auch wenn wir nicht schlafen müssten, ist es ganz nett, mal eine Pause von all dem hier zu haben, um in eine Routine zu kommen, weißt du? Ich wette, es gibt ja auch ein Zimmer für... Oh, sieh an, da ist es ja! Ich verstehe noch nicht so ganz, also diese Abenteuer... Warum sollte man die überhaupt machen? Warum sucht ihr nicht lieber nach einem Ausweg? Naja, das versucht jeder, wenn man hier ankommt. Nach einer Weile realisiert man, dass man diesen Ort nicht verlassen kann und aus einem nie erreichbaren Ziel hinterher zu jagen dich durchdrehen lässt. Und irgendwann hinterfragt man den Sinn von all dem hier und verliert komplett die eigene Identität und warum man am Leben ist. Und wenn man den Verstand verliert, kann was Schreckliches passieren.
Aber das ist nichts, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen. Die Abenteuer geben uns zu jeder Zeit etwas zu tun, was unsere Hirne aktiv hält und stimuliert. Dank dem Herrn, dass das alles nur ein Traum ist, was, Pomni? Warum sind wir nochmal hier? Was wollen wir hier? Wir stellen dich einem Freund vor. Ah, vielleicht ist er nicht in seinem Zimmer. Ich hoffe, es geht ihm gut. Sorge dich nicht, Knopfauge. Ich hab seinen Zimmerschlüssel. Was? Wie? Woher? Du solltest niemandes Schlüssel haben. Na, ich hab eine Menge Schlüssel und es hat nie wem geschadet. By the way, ich hab vorhin was in deinem Zimmer vergessen, also sag Bescheid, wenn du es findest. Du hast keine Angst vor Tausendfüßern, oder? Jax! Das ist wortwörtlich meine einzige Angst! Warum tust du das? Was? Die Frage könnte komplett zusammenhangslos sein. Du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Oh, danach habe ich gesucht. Danke, dass du ein paar Augen drauf hattest, Kaufi. Ich bin weg. Tschüss, Sikowski. Oh, Kaufmo ist abstrahiert. Das ist okay. Was ist das? Das ist diese schreckliche Sache. Ich meinte, wenn man den Verstand verliert. Okay, warte. Vielleicht können wir noch retten, wenn wir Kane ranholen. Kaufmo, hör zu. Ich weiß, wir waren nicht immer einer Meinung, als du wütend warst, dass ich nur aus Mitleid gelacht habe. Ich schwöre, ich fand deine Witze lustig. Ich hatte halt nur einen schlechten Tag. Hey, Pomni. Könntest du mir eventuell mal so angehen? Ich könnte es aber auch verstehen, wenn es dir zu heikel ist. Tut mir leid! Was sehe ich mir hier gerade an? Ein Gloink hat eines von Sobels Teilen darunter gebracht, weißt du noch? Oh, richtig. Danke fürs Erinnern. Mann, wir sind nicht gerade gut darin, oder? Was geht? Kumpan. Jax! Wir haben Sobel gefunden! Cool. Wie geht das Kaufmut denn? Ist er noch wütend, dass ich nicht über seine Witze gedacht habe? Oh, ihm geht es klasse. Nein, echt, ich habe ihn, glaube ich, noch nie so glücklich erlebt. Tja, gut zu wissen, dass er noch nicht in die Klapse muss. Er hat mich gebeten, euch das hier zu geben. Oh! Insektensammlung? Wohl eher ein Nest. Ah! Hallo? Raggeda? So heißt du doch, oder? Hey, schau mal. Ich wollte dich nicht zurücklassen. Also, schau auf meine Hand. Ich war einfach überfordert. Schon in Ordnung. Du musst einfach nur Kane finden, okay? Er kann mich in Ordnung bringen und Kaufmo helfen. Okay. Aber weißt du, wo er steckt? Keinen blassen Schimmer. Aber schau dich um und ruf nach ihm, Schätze.
Okay, ich hol ihn. Bleib einfach ruhig da sitzen. Nicht, als könntest du gerade groß anders. Bleib einfach da. Ich bin gleich zurück. Versprochen. Cool. Ach ja, und Pomni, tut mir leid, dass dein erster Tag so schrecklich verläuft. Ja, mach dir keine Sorgen deswegen. Naja, ich geh dann mal eben Kane holen. Hallo? Kane? Wir haben hier ein klitzekleines Problemchen! Nicht konzipierten Wesen wagen es sich in das heilige Nest der Rheinkönigin! Oh, das bist du also. Weißt du, es wäre nett gewesen, mich erst zu fragen, ob ich solch einen Augenkrebs erleiden will oder nicht. Wie verabscheuungswürdig, dass eine billige Bugs Bunny-Kopie sein Maul öffnet vor einem königlichen Wesen wie mir! Nun, vom König zur Königin möchte ich freundlich fragen, ob... Oh, da ist Subel! Hallo, Subel! Oh, helft mir, ihr Dumpfbeutel! Ganz schön fies, Subel. Jetzt will ich nicht mehr helfen. Mann, ich verliere immer. Ja! Hab dich! Oh. Hey! Kinga, du verdammter Hund! Ja, Subel kommt schon wieder. Verstecken! Ansammlung von kunterbunten Witzfiguren? Versteht ihr denn nicht, dass jedes Lebewesen Kloinkisch sein muss? Ich bin Kloinkisch. Ihr werdet Kloinkisch. Gott wird Kloinkisch. Hört sich ziemlich dumm an. Naja, aber, ihr schaut es euch noch an! Ich bin nicht wegen des Abenteuers hier, sondern nur mich vor dem... Halleluja, dir geht's gut. Du hast aber nicht Wer wird Gloinconer gespielt, oder? Ich... Wovon faselst du da bitte? Was passiert hier? Ist nur Kaufmann, keine Sorge. Kaufmann ist abstrahiert? Nein, geht's, Tutti. Es gibt keinen Ausweg, wir werden alle sterben! Junge, schau darüber. Ha! Ladies first. Nein, warte, das ist out of character. Warte, Pomni ist nicht einmal hier?
War das nicht eigentlich für Sie gedacht? Halt die Kathete. Ich kann die Rolltreppe nicht hören. Bubble, du weißt, wie du mich dazu bringen kannst, genau diesen Satz zu sagen. Schock! Ein Alarm auf meiner Ultra-Uhr zu dieser Stunde? Oh nein, jemand macht einen Ausflug ins Nichts! Er wird noch gespoilert werden! Gern geschehen! Und was zum Geier ist hier bitte passiert? Oh ja! Meine Machenschaften! Kane! Kaufmo hat eine Kaufformation durchgemacht und ist abstrahiert! Kaufmo ist abstrahiert? Warum hat mir das denn niemand erzählt? Und ab in den Keller mit dir! Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass Kaufmo einfach so aufgegeben hat. Nichts gegen dich, Kinga, aber ich dachte, dir passiert es eher. Du schmeichelst mir. Ein weiteres Beispiel, dass man sich nicht auf Kinga verlassen kann. Ich habe solche Schmerzen. Ich muss mich entschuldigen. Das mit dem Ausgang war gelogen. Ich wusste ja, wie sehr ihr einen wolltet, aber ich habe so lange darüber nachgedacht, was auf die andere Seite soll, dass ich ihn nie fertiggestellt habe. Und ihr wisst, ich zeige Leuten eher ungern meine unvollständige Arbeit, besonders wenn sie euch ins Nichts führt. Was auch immer, ihr habt die Gläunkönigin besiegt, also ist euer Abenteuer vorbei. Eure Belohnung ist ein digitales Drei-Gänge-Menü von unserem Küchenchef Bubble. Macht mit all der Liebe, die mir erlaubt ist, zu nehmen. Also ich habe mächtig Hunger. Du hast nicht mal was geleistet. Na und? Kann trotzdem hungrig sein. Naja, nicht wirklich. Denn in dieser digitalen Welt müssen wir weder essen, trinken noch schlafen. Dieses digitale Essen hier vermittelt uns einfach nur das Gefühl von Essen, ohne einen Mehrwert daraus zu ziehen. Chill mal deine Nuggets. Seit wann bist du denn Experte von der digitalen Welt? Experte von der was?